Die Luftverschmutzung ist das größte Umweltproblem in Europa. 400.000 Menschen sterben jedes Jahr vorzeitig. Im Schnitt 7 Monate zu früh. Im Jahr 2011 gab es in Brüssel einen Vorstoß, der die Luft in Europa sauberer machen soll. 5 wichtige Luftschadstoffe werden wesentlich reduziert. Und bis zum Jahr 2030 wird sich die Zahl der vorläufigen Todesfälle hoffentlich halbieren. Das geht nur gemeinsam, denn Luft kennt keine Grenzen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass diese Regelung jetzt durch eine EU-Richtlinie getroffen wird. In der EU-Kommission nehmen die Gesetze für Europa ihren Anfang. Marion Wichmann-Fiebig war an den Verhandlungen zur neuen europäischen Luftrichtlinie beteiligt. Sie zeigt uns, wie die Richtlinie entstanden ist. Es ist die Kommission, die in der EU die neuen Richtlinien vorschlägt. Auch die Luftrichtlinie wurde hier von der Kommission erarbeitet, und zwar von echten Fachleuten. 2 Jahre haben die daran gearbeitet, und es erfordert richtige Manpower und Kompetenz, das auch erfolgreich zu machen. Die EU-Kommission bestimmt als erstes, welche Probleme angegangen werden. Für das Thema bessere Luft arbeitet ein Atmosphärenphysiker mit seinem Team an der Richtlinie. Sie lassen sich auch von Vertretern aus Wirtschaft, Kommunen und Umweltverbänden beraten, um alle Probleme berücksichtigen zu können. Nach mehr als 2 Jahren ist der Vorschlag zur neuen Luftrichtlinie fertig. Auf 70 Seiten sagt er, wie stark jedes Land die Luftschadstoffe bis zum Jahr 2030 reduzieren muss. Dieser Vorschlag geht nun an EU-Parlament und Ministerrat. Beide müssen der Richtlinie zustimmen. Erst dann ist sie verabschiedet. Das ist leichter gesagt als getan. Im Parlament braucht es dafür eine absolute Mehrheit. Die Verhandlungen hier im Europäischen Parlament haben über 2 Jahre gedauert. Ganz schön lange, denkt man sich. Aber die Verhältnisse hier, die sind eben auch kompliziert. Es müssen Ad-hoc-Mehrheiten gefunden werden, denn es gibt keine EU-Regierung, dementsprechend keine Regierungsparteien, keine Opposition. Jeder bringt seine Änderungsvorschläge ein, man versucht einen Kompromiss zu finden. Und im Endeffekt waren es mehr als 100 Änderungen, die vorgelegt wurden und die das Parlament verabschiedet hat. Mit denen muss sich jetzt als nächstes der Ministerrat beschäftigen. Im Ministerrat sitzen die Regierungsvertreter aller Mitgliedstaaten, in diesem Fall die 28 Umweltminister. Aus ihrer Sicht waren die neuen Grenzwerte viel zu streng. Sie konnten oder wollten sich nicht vorstellen, diese Werte bis zum Jahr 2030 einhalten zu können. Die Positionen von Rat und Parlament lagen zunächst mal meilenweit auseinander. Da fragt man sich dann schon, wie es weitergehen soll. Aber schließlich ist es gelebte Demokratie. Es muss ein Kompromiss gefunden werden. Die beiden verhandeln auf Augenhöhe und haben beide das gleiche Recht, einen Kompromiss zu finden. Und das ist bei 28 Umweltministern aus 28 Ländern nicht gerade einfach. Denn jeder denkt in erster Linie an die eigenen Interessen. Jedes Land hat seine eigene Sicht auf die Dinge. Rumänien, Polen, Bulgarien, da wird noch mit Kohle geheizt. Da gibt es dann Probleme mit den Schwefeldioxid-Grenzwerten. In Deutschland gibt es eine wachsende Intensivtierhaltung. Und deswegen haben wir uns sehr schwer getan mit den Ammoniakwerten. Jedes Land kann individuell mit der EU verhandeln und seine Möglichkeiten bei der Verringerung der Luftverschmutzung einbringen. Aber in der Summe müssen alle Länder das Ziel gemeinsam erreichen. Hier saßen sie nun, die 28 Mitgliedstaaten mit 28 Meinungen. Keiner wollte sich so richtig bewegen, keiner wollte, dass seine Wirtschaft wirklich ins Hintertreffen gelangt, denn Umweltschutz kostet nun mal einfach. Aber nichts tun kostet im Umweltschutz eben auch mehrere Milliarden für Gesundheitskosten, für ausgefallene Arbeitstage, für Ernteverluste. Deswegen hat auch die Kommission dann darauf bestanden, ihren Vorschlag wirklich weiter zu verfechten. Die Minderungsziele von Kommission und Parlament sind anspruchsvoll. Deshalb blockieren mehrere Länder die Verhandlungen. Und eine Sache macht das Ganze noch komplizierter. Sobald die Verhandlungen beginnen, schlägt dann auch die Stunde der Lobbyisten. Umweltverbände, Industrie, Landwirtschaft, alle kommen auf die Parlamentarier zu und auch auf die Ministerien der Nationalstaaten. Und die wollen dort ihre Interessen vertreten. Zum Beispiel die deutsche Landwirtschaft. Sie ist der Hauptverursacher des Schadstoffs Ammoniak. Die Lobby macht ihren Einfluss geltend. Mit Erfolg. Statt den Ausstoß, wie vorgesehen, um 39% zu vermindern, muss Deutschland nur 29% sparen.
Ein Gewinn für eine Interessengruppe, aber ein Ergebnis ist noch meilenweit entfernt. Ja, was macht man, wenn man sich nicht einigen kann? Man setzt sich an einen Tisch. Das passiert auch bei der EU. Das wird dann Trilog genannt. Der Rat, das Parlament und die Kommission entsenden Vertreter, die die strittigen Punkte nochmal diskutieren, die versuchen, Kompromisse zu finden. Und da wird es wirklich nochmal richtig heiß, denn bis dahin kann es immer noch scheitern. Die letzten Entscheidungen fällen hochrangige Vertreter von EU-Kommission, Ministerrat und Parlament. Im Juni 2016 wird endlich ein Kompromiss erzielt. Für Deutschland werden die Minderungsziele für 3 Luftschadstoffe abgeschwächt. Für Stickstoffoxide von 69 auf 65%, für flüchtige organische Verbindungen von 43 auf 28% und für Ammoniak von 39 auf 29%. Das Ergebnis ist nicht so ambitioniert, wie der Kommissionsvorschlag ursprünglich war. Die Ziele gehen nicht ganz so weit. Dennoch ist es ein riesiger Erfolg, denn im Jahr 2030 werden wir deutlich weniger Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung haben, als das heutzutage der Fall ist. 5 Jahre hat es gedauert, bis das Gesetz alle Hürden genommen hat. Jetzt kann bessere Luft in ganz Europa dafür sorgen, dass die Menschen länger gesund bleiben. Ein Land alleine kann das nicht schaffen. Das geht nur gemeinsam. Genug Internet für heute? Oh nein! Denn hier bei Quarks könnt ihr ja beim Prokrastinieren etwas lernen. Also streng genommen prokrastiniert ihr gar nicht. Ihr könnt also guten Gewissens abonnieren oder euch hier weiter umsehen. Viel Spaß dabei!